Herzlich willkommen, liebe Zuseher, bei den Online Product Days von Rosenbauer. In diesem Webinar geht es um ein sehr wichtiges Thema für ausnahmslos alle Feuerwehrleute. Und das ist der Einsatzstiefel. Ein Stiefel für die Feuerwehr muss vor extremer Hitze schützen, aber auch vor Kälte. Natürlich vor Wasser, aber auch vor Verletzungen, die zum Beispiel von spitzen oder schweren Gegenständen herrühren können. Festen Halt bieten sollte er sowieso. Hinzu kommt, dass Stiefel zumeist über mehrere Stunden getragen werden. Das heißt, auch der Komfort spielt eine große Rolle. Um für all diese Herausforderungen gewappnet zu sein, hat Rosenbauer völlig neue Feuerwehrstiefel entwickelt. Und die tragen den Namen Boros. Einen Einblick in diese neue Produktlinie gibt uns heute der verantwortliche Produktmanager, Karl Reiter. Hallo Karl. Hallo Clemens. Karl, zunächst einmal würde mich brennend interessieren, wofür der Name Boros eigentlich steht. Das ist ganz einfach. Das BU kommt von Boot und das ROS von Rosenbauer. Boros heißt also der Stiefel von Rosenbauer. Verstehe. Gut, dann würde ich sagen, erklär mir und den Zuschauern jetzt einmal, was die Boros-Stiefel so besonders macht. Sehr gerne. Mit den Boros-Modellen bekommen die Einsatzkräfte einen sicheren und robusten Stiefel, der trotzdem ein hohes Maß an Beweglichkeit zulässt und sehr komfortabel zu tragen ist. Das Produktportfolio wird zukünftig 4 Modelle beinhalten, die sich hauptsächlich durch die Art des Verschlusssystems unterscheiden werden. Gestartet haben wir mit den Modellen Boros B1, zu sehen links oben, und Boros B4, zu sehen rechts unten. Der Boros B1 ist als Schlupfstiefel der neueste Vertreter einer sehr bewährten Komponente bei der persönlichen Schutzausrüstung. Seine Einfachheit und sein geringes Gewicht machen ihn zu einem verlässlichen und pflegeleichten Begleiter. Der Boros B4 bietet mit seiner hohen Beweglichkeit, dem geringen Gewicht und dem revolutionären und einzigartigen Rosenbauer Schnellverschlusssystem ein Maximum an Komfort. Diese Eigenschaften kombiniert mit unseren hohen Qualitätsanforderungen zeichnen die neue Boros Produktlinie aus. Auf diese 4 Kategorien möchte ich nun genauer eingehen. Starten wir mit dem Thema Sicherheit und Robustheit. Unsere Feuerwehrstiefel sind eine persönliche Schutzausrüstung und müssen die Einsatzkräfte bei Extremsituationen schützen. Die diesbezügliche Gesetzesgrundlage ist die PSA-Verordnung 2016/425. Entsprechend den Gefahren, denen man sich aussetzen kann, wird die persönliche Schutzausrüstung in 3 Kategorien gegliedert. Im Bereich der Feuerwehr befinden wir uns in der 3. Kategorie. Die Stiefel schützen die Einsatzkräfte also vor sehr schwerwiegenden Folgen. Um dies garantieren zu können, werden die Stiefel einer Baumusterprüfung und einer Vielzahl an regelmäßigen internen und auch externen Qualitätskontrollen unterzogen. Als Normengrundlage dient uns die europäische Norm für Feuerwehrstiefel EN 15090. Mindestanforderungen, Schutzlevels und Zusatzanforderungen sind hier definiert, damit die Einsatzkräfte schnell erkennen können, vor welchen Gefahren die PSA schützt. Zusammengefasst handelt es sich bei den Boros-Modellen um sogenannte F2A Feuerwehrstiefel. Sie sind also für Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze geeignet. Des Weiteren sind die Stiefel antistatisch ausgeführt. So sind die Einsatzkräfte vor ungewollter Funkenbildung geschützt. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl an Schutzfunktionen, die unsere Boros-Stiefel darüber hinaus bieten. Dazu verweise ich gerne auf unsere Webseite rosenbauer.com, wo Sie unter anderem auch das Boros-Prospekt zum Download finden. Jetzt möchte ich aber auf die Beweglichkeit und den Komfort der neuen Stiefel zu sprechen kommen. Starten wir mit der Flexzone des Boros B4. Der Boros B4 wird der natürlichen Beweglichkeit des Fußes durch seine spezielle 360-Grad-Flexzone im Knöchelbereich gerecht. Sie lässt natürliche Neigungsbewegungen zu, schützt aber vor zu großen Winkeln, verhindert also zuverlässig ein Umknicken des Fußes. Die Einsatzkräfte kommen somit in den Genuss der maximalen Beweglichkeit und vergessen dabei, dass sie einen Stiefel tragen. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Sohle. Die Sohle eines Stiefels bestimmt maßgeblich, wie sicher man sich darin fortbewegen kann. Nur eine griffige Sohle baut die nötige Haftung auf und nur eine profilierte Sohle findet ausreichend Halt auf unruhigem Untergrund. Egal ob auf Eis, Schnee, Schutt oder Geröll.
Im Feuerwehreinsatz kommt ein weiterer Faktor hinzu. Die Sohle muss in allen Temperaturbereichen funktionieren. Bei klirrender Kälte, genauso wie bei buchstäblich brennend heißer Umgebung. Und genau das leistet die Borus-Sohle, die wir in Zusammenarbeit mit dem renommierten Reifenhersteller Michelin entwickelt haben. Die einzigartige Profilgeometrie in Kombination mit der speziellen Gummimischung sorgt für exzellenten Grip und hervorragende Dämpfung. Des Weiteren verfügt die Sohle über einen Verschleißindikator, eine Ausziehhilfe und einen integrierten Durchtrittschutz aus Stahl. Die massive Konstruktion sorgt zudem für eine lange Lebensdauer. Kommen wir nun zum Innenleben unserer Borus-Modelle. Genauer gesagt zur Klimaregulierung. Hier setzen wir auf eine Sympertex-Membran, die wir hängend im Stiefel verarbeiten. Dank dieser Verarbeitungsweise kann feuchtwarme Luft im Zuge der Gehbewegung nach oben und damit nach außen gepumpt werden. Dies sorgt für ein angenehmes Klima im Stiefel. Des Weiteren schützt die Sympertex-Membran natürlich auch vor Wassereintritt, vor diversen Chemikalien, aber genauso vor Viren und Bakterien. Sie macht den Stiefel zudem winddicht, ist aber gleichzeitig besonders effizient, wenn es um den Abtransport von Feuchtigkeit geht. Eine weitere sehr wichtige Komponente im Innenbereich ist die Einlegesohle. Sie nimmt Schweiß auf und ist waschbar. Die Form ist unseren neuen Leisten angepasst und sorgt für eine hervorragende Stabilisierung des Fußes. Außerdem haben wir eine Dämpfungseinheit im Fersenbereich integriert, die Stoßenergie absorbiert. Zusätzlich zu diesen Funktionen wird über die Einlegesohle die Weite des Stiefels bestimmt. Standardmäßig werden die Borus-Modelle mit einer etwas dickeren Einlegesohle ausgestattet, was in Kombination mit dem Stiefel eine Weite von 10 ergibt. Sollte die größere Weite 12 erforderlich sein, so kann der Stiefel einfach durch den Austausch der Einlegesohle angepasst werden. Kommen wir nun zu den unterschiedlichen Verschlusssystemen. Der Borus B1 ist ein Schlupfstiefel und verfügt daher über keine Einstellmöglichkeiten. Diese Schlichtheit ist auch seine Stärke. Er ist sehr einfach zu bedienen und zu pflegen. Außerdem ist das Gewicht des B1 äußerst niedrig. Der Borus B4 ist so etwas wie das Gegenstück zum B1. Auch dieser Stiefel ist sehr leicht, zeichnet sich aber durch seine hohe Anpassbarkeit aus. Dank des ganz neuen Verschlusssystems ist er außerdem auch blitzschnell am Fuß und somit einsatzbereit. Zum Schluss noch ein Wort zur Fertigung und Qualität. Das Leder aller Borus-Stiefel hat nicht nur höchste Qualität, sondern wird auch umweltfreundlich und unter Einhaltung hoher sozialer Standards in Europa produziert. Gefertigt werden alle Borus-Stiefel in Kroatien und jeder einzelne davon wird kontrolliert, bevor er das Werk verlässt. Karl, du hast das neue Verschlusssystem angesprochen, das es so noch nie gab. Ich glaube, das solltest du uns auf jeden Fall noch ein bisschen genauer erklären. Natürlich, am besten direkt am Stiefel. Der Borus B4 verfügt über eine Zwei-Zonen-Schnürung. Eine obere Zone zur Anpassung an die Wade und eine untere Zone zur Anpassung an den Fuß. Diese zwei Zonen können unabhängig voneinander bei den seitlichen roten Einstellhaken eingestellt werden. Möchte man eine Zone etwas enger haben, so wählt man eine Hakenposition weiter hinten. Soll eine Zone etwas weiter sein, so wählt man eine Hakenposition weiter vorne. Ist der B4 einmal auf seinen Träger eingestellt, zieht man über dieses Griffstück mit einem einzigen Zug nach oben den Stiefel fest. Für den dauerhaft festen Sitz sorgt die zentrale Schnalle mit Arretierfunktion. Sie hält das Zugband zuverlässig fest. Okay, Karl, aber um zu beweisen, dass es sich wirklich um ein revolutionäres Verschlusssystem handelt, kommst du, glaube ich, um eine Demonstration nicht drum herum. Ja, natürlich. Wow, das war wirklich zackig. Wie lange hat das jetzt bitte gedauert? Nur einen kurzen Augenblick, oder? Genau, und das für zwei Stiefel gleichzeitig. Schneller geht's wirklich nicht. Gut, Karl, das hat mich jetzt wirklich überzeugt. Lass mich zum Schluss noch einmal die allerwichtigsten Punkte zum Borus-Stiefel zusammenfassen. Du kannst dabei den B4 auch anlassen. Alle Borus-Modelle sind für sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze geeignet. Sie erlauben dank ihrer Flexzone ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit.
Die eigens mit Michelin entwickelte Sohle garantiert exzellente Haftung. Die Sympatex-Membran sorgt für optimales Klima im Stiefel und vor allem der Rosenbauer Schnellverschluss revolutioniert das An- und Ausziehen von Einsatzstiefeln. Und last but not least, alle Boros-Stiefel werden in Europa produziert und jeder einzelne von ihnen kontrolliert. So ist es. Vielen Dank, Karl, für die Präsentation und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Alle Informationen zum Thema Boros finden Sie auf rosenbauer.com. Und bei Fragen stehen Ihnen jetzt auch unsere Experten im Chat zur Verfügung. Bis bald und auf Wiedersehen. Wiedersehen.